herzlich willkommen zu den Comic Cookies. Cookies, Comic Cookies, lecker. La 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 la. Comic Cookies Episode 86. Uns gibt's noch. Uns gibt's noch. Hallo. Und wer ist da noch? Der Gordon ist da. Und wer ist da noch? Mir gegenüber ist der Steffen L. Und mir gegenüber der Lichter Legende. Und ja, ansonsten haben wir noch stille Gäste hier, aber... Der vom letzten Mal, oder? War beim letzten Mal nicht auch der stille Gast da? Der ist wieder da. Ja, und noch ein anderer stiller Gast, die Lucy. Ja, hallo Lucy. Aber ja. Ja. Um was geht's denn hier? Das ist kurz vor Weihnachten. Das ist unsere Weihnachtsepisode. Wir haben ein Geschenk für euch, liebe Hörer. Ein ganz besonderes Geschenk. Das hättet ihr nie gedacht. Es wird wirklich wahr. Alle, die gedacht haben, oh Mann, jetzt schon wieder 3 Stunden zuhören. Ich würde mir wünschen, bling, Wunsch. Okay, wir speichern es mal ab, dass die kürzer wären, die Episoden, die Comic-Cookie-Podcasts. Das wäre schön. Ho, ho, ho. Fändest du das auch schön, Gordon? Ja, ist doch mal eine Überraschung. Vielleicht nicht die beste, aber oder die schönste oder die längste Überraschung, aber es ist eine Überraschung. Wir sind die längste Praline der Welt. Und die kürzeste Überraschung. So. Ist das nicht schön? Ja, wunderbar. Ja, wir haben uns lange nicht mehr gemeldet. Ja, aber jetzt melden wir uns mal wieder zurück. Ja, das ist sehr schön, ja. Die kürzeste Überraschung der Welt. Viele Hörer sagen ja auch, könnten wir nicht auch einfach mal eine Folge haben, wo einfach nur eine ganze Episode lang nur geschnippt wird. Und ohne Abschweifungen. Ja, genau. Wir haben uns lange nicht gemeldet und haben uns gedacht, wir senden ein kurzes. Kurzes? Ich dachte, ein kurzer? Was denn? Lebenszeichen. Ach so. Wir senden ein kurzes Lebenszeichen. Ich hab's gewusst. Mir hat keiner was vorgesagt. Lebenszeichen. Wir leben noch. 2019 ist fast rum, war sie Glück und wir freuen uns alle auf 2020. ja, 10. 2020, das wird's. Was wollen wir jetzt kurz, Gordon? Kurze Jahresrückblick von deiner Seite. Was war dieses Jahr so los bei dir? Was geht ab in deinem Herz? In meinem Herz gehen Rhythmen los und so. Ja, aber du hast ja mit Space, genau, mit Space Insects losgelegt. Ja, jetzt haben wir irgendwie geschäftliche Gespräche geführt, beziehungsweise, ja, nicht geschäftliche Gespräche, aber wir sind dran. Wir sind dran. Wird sich auch der Name ändern, wenn sich die Zukunft ändert? Das wird die Zukunft sagen. Okay. Wir haben auch gute Empfehlungen, wer Filme gucken möchte, Zukunft. Bill und ihr hört abschweifen, können wir noch. Nee, das ist ja noch Zukunft. Also, ja. Ja, Bill und Ted, wolltest du was sagen? Es kommt ja ein dritter Teil, da freuen wir uns drauf. Da haben wir jetzt hier für uns einfach nochmal Bill und Ted 1 und 2 geguckt. Guckt das auch mal, lohnt sich. Ich glaube, die meistgeguckte DVD dieses Jahr bei mir war eine auf dem Flohmarkt gekaufte mit nur englischer Tonspur Best of Muppets. War echt witzig. Mhm. Und ein Comic, den ich jetzt noch frisch gelesen habe, wir sind ja die Comic-Cookies, wir rezensieren ja auch, ist, wie ich einen Zeitreisenden traf. Das ist der zweite Teil von, als ich letztens auf hoher See war oder neulich auf hoher See war, vom Maximilian Hillerzeder. Sehr gut, aber nicht einzeln lesen, vorher den ersten Teil lesen, weil es baut wirklich drauf auf, auch vom Verständnis her. Und eine der Highlights des Jahres 2019 an Comic-Literatur. Ich habe es jetzt tatsächlich auch geschafft, in den letzten Tagen dann doch nochmal einen Comic zu lesen. Oder das hast du sogar gelesen? Zwei. Das eine ist von Boris Zadko, Die Ladenhüter. Das ist irgendwie ein Comic, der in einer Supermarktketten-Zeitschrift erschienen ist in der Schweiz. Und das ist jetzt der erste Sammelband mit den ersten 2 Jahren. Ja, sehr kurzweilig, sehr unterhaltsam, lustig gezeichnet, genau mein Stil. Also ja, kann man auch mal kurz weglesen in der Mittagspause oder sowas. Ja. Oder ein paar Episoden zumindest. Ja. Und dann das zweite ist Die Safari von Bernd Kissel. Ich muss beim Nachnamen mal kurz überlegen. Genau. Zumindest gezeichnet von ihm und ja, auch eine schöne Herangehensweise, eine schöne Story. Spielt so im Museum und im Museum gelingt es einem Einbrecher, der da praktisch eigentlich Sachen mitnehmen möchte, was anderes mitzunehmen, nämlich geschichtliche Erfahrungen, indem er die hautnah erlebt.
Ja. Oh. So viel möchte ich mal dazu andeuten und lohnt auf jeden Fall einen Blick. Ist jetzt die Vorzugsausgabe erschienen, wird aber nochmal eine einfachere Version im Januar erscheinen. Ja, genau. Ja, ich weiß zwar nicht, wie die normale Ausgabe aussehen wird, aber das Cover von der Luxusausgabe hatte ja auch schon was Cooles. Mhm. Ja, hast du einen Comic zuletzt gelesen? Ich habe letztens Contra Natura. Das heißt nur noch. Ah. Achso. Contra Natura habe ich zu Ende gelesen und ich. Auf Deutsch? Ja, genau. Mhm. Das Wieso, war ich, die dritte Ausgabe dann, oder? Ja, genau. Mhm. Das war der Abschluss. War eigentlich ganz interessant und so und man kann es sich ruhig durchlesen. Ist jetzt nicht so mein großer Fall. Ich lese jetzt momentan was lese ich gerade? Habe ich vergessen. Okay. Macht ja nichts. Ich bin eine Spinne, genau. Ich bin eine Spinne, habe ich. Ah. Ich dachte, du bist der Gordon. Ja, noch bin ich das. Also, aber du bist gerade zur Transformation zur Spinne. Oder hieß der Comic so? Der Comic hieß so, aber jetzt, wo du sagst, das ist eine gute Idee, glaube ich. Ja. Spider-Gordon. Überall um einen rum Insekten wie Ameisen und Co., da gehört auch noch eine Spinne her. Ja. Ja. Zumindest sagt der Gordon immer, ich glaube, ich spinne. Aber egal, das ist wieder was anderes. Ich glaube, der sagt, ich spinne. Ich bin Spinne. Ich stell die. Genau. So, bevor wir hier ganz abdrehen. Jawohl. Wollen wir es kurz und knackig halten? Das ist das Weihnachtsgeschenk an unsere Zuhörer. Wir sind schon am Ende. Unter 10 Minuten. Ja. Krass, oder? Ja, so schnell geht das. Dann sagen wir nochmal Tschüss in alle Runde. Tschüss. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch. Bis zum nächsten Jahr. Und, tschüss. Und Leute, ja, behaltet die 2020er im Auge. Das wird wahrscheinlich ein sehr interessantes Jahr, würde ich mal so sagen. Ja, was Insekten angeht, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Dann fällt es auch viel leichter, 2019 zu vergessen, wenn 2020 kommen wird. Yes. Dann sind wir wieder in den 20ern. Bis dahin. Macht's gut. Tschüss. Ciao.